Servus Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Syrakus und wir spielen Crusader Kings 3. Erneut hat die Christenheit zum Religionskrieg aufgerufen und ja, wir haben natürlich, weil wir uns davon versprechen, abgesegnet zu werden für unseren eigenen persönlichen Kreuzzug gegen das Königreich Aquitanien, dazu entschlossen, hier den Papst zu unterstützen mit Truppen. Und wir ziehen natürlich dementsprechend ebenfalls in den Heiligen Krieg um die heilige Stätte Jerusalem. Und wir hoffen natürlich, dass das ein bisschen erfolgreicher wird als der letzte Kreuzzug, damals noch unter unserem anderen Charakter, den wir gespielt haben, König Otto, der mittlerweile verstorben ist. Und hier ist ja mittlerweile auch Krieg im Reich. Ja, König Otto muss hier fürchten, eventuell gegen seinen Bruder zu verlieren. Ich bin mal gespannt, wie dieser Kampf ausgehen wird. Ah, ich hoffe natürlich das Beste für den armen Kobo. Er scheint doch der bessere König eigentlich zu sein. So, unsere Truppen waren beim letzten Mal ja schon hier versammelt. Seid gegrüßt, mein Lehnsherr, mögt ihr Harmonie und Zufriedenheit leben. Ich war immer ein treuer Vasall, doch ihr versteht sicher, dass ich eigene Untertanen habe. Meine derzeitigen Bande sind äußerst streng. Ihr seid doch sicher klug, um zu erkennen, dass es weise wäre, ein wenig milder zu sein. Außerdem schuldet ihr mir etwas. Ach, der Dauphin fragt hier doch an. Er möchte gerne ein wenig Steuererleichterung. Ja, das ist ja doch das geringste von dem, was er hier sich vielleicht erhoffen kann, beziehungsweise dass er durchsetzen kann, und dann ist sein Druckmittel auch schon weg. Damit können wir noch am ehesten leben. Sehr schön. So. Fraktion hat sich aufgelöst. Ist natürlich auch mal eine gute Sache. Wo bleiben denn mal die Truppen? Hier gibt es immer noch innere Konflikte. Italien ist ein Hexenkessel. Also es ist wirklich gravierend, was hier passiert. So, wir schauen, sehen mal zu, dass wir hier unsere Truppen ins Wasser kriegen und sie den päpstlichen Truppen angliedern können. Ein bewundernswerter Mann. Unlängst sprach während meines Besuchs Gräfin Agnes ausführlich über ihre bessere Hälfte, Graf Eudes. Ach, das ist hier so ein Welfen-Robertiner-Gespann, ne? Ja, genau. Sie wies mich auf einige bis dato unbekannte Punkte hin, aufgrund derer ich Eudes respektieren sollte. Ja, danke, dass ihr mir die Augen geöffnet habt. Ich gewinne Meinung von Eudes. Ja, vielleicht ist dieser Robertiner ja nicht so schlimm wie die anderen bislang. So, unsere Armeen sind jetzt hier schon mal im Wasser. Jetzt warte ich eigentlich nur darauf, dass die päpstlichen Truppen auch ins Wasser kommen, zum Planschen und dann gemeinsam überzusetzen. Ein heiliger Brief. Meine kürzliche Bestrebung auf dem Gebiet der Theologie haben mir gezeigt, wie wichtig die Vertreter der himmlischen Mächte auf Erden sind. Um meine Anerkennung in Worte zu fassen, setze ich einen Brief an Priesterkönig Alexander auf. Ich setze mich mit Prinz Wulfhard, meinem engsten Freund und Halbbruder, an einen Tisch und gemeinsam setzen wir einen wahrlich prächtigen Brief auf, in dem seine Heiligkeit gelobt wird. Und zwar, gelobt sei Gott oder wir loben seine klare Rationalität. Ja, wir wollen jetzt hier ja nicht schleimen. Gelobt sei Gott. So, jetzt müssen wir hier gerade abwarten. Ah, sind jetzt hier die päpstlichen Truppen auch drin? Sehr schön. Würden wir die jetzt angliedern an die Armee Rom ankoppeln. Auch diese Armee hier, die koppeln wir dann aber an eine andere Armee, damit die sich gegebenenfalls alle besser unterstützen können. Von Hohenberg ankoppeln und auch die letzte Armee, die an den ostfränkischen König ankoppeln. So, jetzt schauen wir mal noch, wer ist hier überhaupt jeweils unser Befehlshaber. Die erste Armee wird geführt von Graf Philipp, unserem Ratsmarschall. Das finde ich auch in Ordnung. Das ist absolut richtig so. Zweite Armee von Graf Leonard. Den kennen wir noch gar nicht. Das ist so lange.
Ich hätte jetzt hier vielleicht gesagt, wenn er nicht selbst noch eine Armee führt. Nee, Prinz Gauslin, den natürlich auf gar keinen Fall. Also dem vertrauen wir auf gar keinen Fall eine Armee an. Graf Engrand hat zuletzt uns auch enttäuscht. Ja, aber vielleicht kann er hier Wiedergutmachung verlangen oder erlangen. Und unser neuer. Ja, okay, aber wir haben hier auch keinen, der noch besser geeignet wäre dafür. Dann lassen wir das ruhig so. So, der Krieg kann jetzt also geführt werden, ohne dass wir uns hier noch groß drum kümmern, denn wir sind halt weit abseits davon. Was ist denn hier passiert? Haben wir jetzt hier. Ah, haben wir hier Land verloren? Tatsachen. Wir haben Land verloren gegen Gauchère aufgrund von Erbfolge. Das ist natürlich ärgerlich. Ach, herrje. Jetzt wollen wir aber mal gerade gucken, dass wir einmal mitkriegen, wenn unsere Truppen im geheiligten Land ankommen. Was sind sie denn? Hm? Bin ich jetzt gänzlich blind? Warum landet er denn hier oben an? Wenn es doch um Jerusalem geht, oder habe ich mich da vertan? Um das Königreich Jerusalem geht es. Ja. Warum marschieren wir hier erst durchs halbe Land? In Diensten von der gehörnte Gott. Als ich die Augen in der Finsternis aufschlage, bin ich sofort von einem unheilvollen Gefühl überwältigt. Beobachte ich mich jemand? Seid ihr bereit, die Wahrheit zu empfangen, Kaloman? Diese Stimme würde ich überall wiedererkennen. Das muss meine Vasallin Gräfin Romilda sein. Mein Gott, wen haben wir hier schon wieder zur Macht verholfen? Ach, wir sind aber auch mit unserer Treuherzigkeit wirklich nicht gesegnet. Der gehörnte Gott bietet euch einen Segen an. Öffnet ihr euch ihm? Und jetzt können wir uns entweder. Mein Gott, natürlich nicht. Ja, davon wird natürlich die ganze Welt erfahren. Okay, da müssen wir uns natürlich jetzt erstmal drum kümmern. Der Krieg wird halt geführt, weil wir ja nun mal auch nicht persönlich daran teilnehmen. Wir führen keine der Armeen. Wir sind nun mal auch kein Kriegsführer. Das müssen andere für uns erledigen. Müssen wir jetzt mal schauen. Okay, wir haben natürlich einmal hier noch diesen Engerrand. Der Versuch, der hat sich bislang ja auch immer bewiesen. Vielleicht war es ein einmaliger Ausrutscher. Wir sehen ihn jetzt sicherlich mit anderen Augen, aber er versucht jetzt natürlich Wiedergutmachung zu erlangen, indem er im Heiligen Krieg kämpft. Das lassen wir ihm erstmal so versuchen umzusetzen. Aber Gräfin Romilda, eine Hexe, das geht natürlich gar nicht. Wir verlangen hier auf jeden Fall die Bekehrung. Sie war auch noch Katharerin. Das hatte ich so gar nicht wahrgenommen. Gepriesen sei Gott. So, jetzt hoffen wir mal, dass sie sich eines Besseren belehrt und dass es hiermit dann wieder gut geht. Und wieso hat er denn jetzt hier Isudun, hat er geerbt? Wie war denn hier die Geschichte? Moment. Grafschaft Isudun, Titel Geschichte, Gräfin Kunigundes Karlingerin starb und de Vasconia, der hat das jetzt geerbt. Das gefällt mir natürlich gar nicht, dass wir jetzt hier auf diesem Weg Land verloren haben. Aber Graf Konrad konnten wir nochmal davon überzeugen. Da fehlt nicht mehr viel. Noch 5 Punkte. Hoffen wir mal, dass das noch gelingt. Lassen die Zeit wieder weiterlaufen. Und da konnte schon das erste Mal mehr Ordnung hergestellt werden. Wo könnten wir als nächstes? Valois-Sénin, genau. Das soll jetzt als nächstes mal ein bisschen befriedet werden wieder.
Wir müssen erstmal Ruhe ins Reich bringen. Das war ja auch eine der Dinge, die wir uns auferlegt haben. Was auf jeden Fall hier passieren muss. Wie verläuft der Krieg denn so? Mal schauen. Im Moment eher Niederlagen. Der Kreuzzug tickert so langsam runter, wahrscheinlich, weil wir nicht das Ziel halten. Glaubensunterschiede. In der Grafschaft von was auch immer, Aachen ist das, meine ich, ist man asatruisch und man betet nicht zu Gott. Erzbischof Zoni mir verdammt dies als Ketzerei, doch die Menschen dort bitten um Verständnis. Ihre Ausübung des Glaubens geht mich nichts an oder sie werden den wahren Glauben beten. Natürlich werden sie das. Natürlich, denn es geht uns ja darum, dass unser Reich christlich ist und die Leute sich darauf verlassen, dass das Christentum hier auch ein Bollwerk für sie ist. Oh, jetzt gehen hier gleich die ersten Kämpfe los. Da geht's los. Das sieht nicht gut aus. Hier sieht es aus, als würden wir schon das erste Mal eine Niederlage kassieren. Trotzdem marschiert er da mit allen Truppen rein. Nach und nach. Die werden jetzt zerrieben. Nicht gut, nicht gut. Eine erste Niederlage. Und hohe Verluste. Oh mein Gott, ja, das wird kein erfolgreicher Kreuzzug werden. Ist denn da jetzt schon, ist da schon wer Wichtiges drin gestorben? Adalbart von Schwaben, irgendwer. Hier gab es ein paar Gefangennamen. Fukari, unwichtig für uns. So, jetzt müsste ich gerade einmal, ich habe gehört, es klingelt. Jetzt muss ich gerade einmal an die Tür gehen. So. Ja, ich glaube, für sowas muss ich doch demnächst mal gucken, dass ich auch ein Schneideprogramm nehme. Aber das kostet alles Zeit. Zeit, die man manchmal nicht hat, wenn man nebenbei ja auch noch arbeitet. Im Moment ja alles nur ein wunderschönes Hobby, das mir viel Spaß macht, was ich hier tue. Und vielleicht sollte auch der Papst nochmal darüber nachdenken, sich ein Hobby zu suchen, weil hier Tausende von Christen in den sicheren Tod zu führen. Ich glaube, das war jetzt keine kluge Entscheidung, was er hier gemacht hat. Bin ich ganz ehrlich. Ein guter Krieg sieht anders aus. Naja. Ja, hier haben wir Länder verloren. Das ist natürlich nicht so schön. Der Kreuzzug, ja, der ist schon so gut wie zu Ende. Bauen einen Aufstand gegen unsere Vasallen. Hier wird ein Dynastiemitglied angegriffen. So, jetzt können wir mal schauen. Immer noch nicht. Minus 3. Wie können wir den denn noch weiter beeinflussen? Maximal plus 20. Dann wären wir bei 0. Würde das schon reichen? Ich weiß es gar nicht. Wie können wir diesen Grafen noch weiter beeinflussen? Da müssen wir mal schauen. Eventuell müssen wir hier auch andere. Ja, der Krieg ist verloren. Die Truppen lösen sich auf und kehren natürlich dann irgendwann zurück. Da werden wir jetzt ein bisschen abwarten, bevor wir dann hier wieder unsere eigenen Ziele verfolgen.
Truppe sagen. Ne? Irgendwie brauchen die Truppen ja jetzt auch, ich sag mal, ein Jahr, bis sie wieder alle gesammelt hier zurück sind. Und alleine, bis sie sich auch hier wieder regeneriert haben. Tja, ob wir hier vielleicht einer Freundschaft irgendwie nachkommen können. Ich glaube, andere Weise kriegen wir hier keine weiteren Punkte mehr. Was ist jetzt eigentlich mit dem Papst? Hält er immer noch große Stücke auf uns? Ja, okay. Das ist natürlich schon mal gut. Etwas, was wir auf jeden Fall brauchten. Ich glaube, sobald unsere Armeen regeneriert sind, ziehen wir hier dann als nächstes. Wir sind jetzt der Verteidiger, als Verteidiger unseres Glaubens bekannt. Ziehen wir hier gegen den letzten feindlichen Nordmann. Seid gegrüßt, mein reizender Lehnsherr. Ich lade euch hier mit zu einem Festmahl im Hof von Chalon ein. Wird ein großartiges Fest. Gräfin Konstanz die Junge lädt ein. Ja, natürlich. Da kommen wir doch gerne hin. Während Gericht auf Gericht folgt, liegt mir eine Bekanntschaft Gausbert ständig in den Ohren. Immerhin geht es nur um Freundschaft. Und so kam mir auch dieses Schlamassel bei. Langweile ich euch etwa? Nein, natürlich nicht. Mit einer Freundschaft mit Gausbert, naja, ja, warum denn nicht? Freunde, denke ich, kann er durchaus gebrauchen. Grafschaft, okay, wir haben wieder irgendwelche Titel geerbt, da müssen wir mal schauen, woran das lag. Festmahl Gleichgesinnte. Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Bürgermeister Renaud ein herausragender Anlass. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über all möglichen Dinge und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ich hatte so viel Spaß mit ihm. Wunderbar. Und auch hier erhalte ich einen neuen Freund. Schön. Fraktionen haben sich aufgelöst. Das höre ich natürlich gerne. Das heißt, unsere Bevölkerung ist immer zufriedener hier mit uns. Brest und Quimper sind an uns gefallen. Ist ja ohne Kinder einfach dann verstorben, dieser Graf Bragi. Na dann ist das halt so. Nee, stimmt gar nicht. Hier, ihm haben wir doch Graf Bagge. Dem hatten wir das gegeben. Der hatte einen Sohn, Graf Bragi. Der ist dann ohne Kinder wiederum verstorben. Und jetzt ist das alles wieder an uns zurückgefallen. Gibt es noch irgendjemanden Lebenden, dem man hier das dann wieder zurückvergeben kann? Ja, tatsächlich gibt es hier welche. Wo sind die denn? Im Seeland. Und auch der ist weit weg. Und sie ist in Friaul. Das ist alles zu weit weg. Denen können wir das leider dann nicht geben. Tut mir leid, ich würde es ja gerne. Und sie wollen halt nicht an unseren Hof kommen. Eher noch am ehesten. 50 Gold für 47 Meinung. Extra Gold geben, damit er dann kommt. Ach kommt, das machen wir mal. Vielleicht richten wir halt ein Fest mal aus. Das reicht ja bei weitem noch nicht. Ach, mehr als 25 Meinungen kann man da gar nicht gewinnen. Ach, das waren jetzt weggeworfene 50 Gold. Naja, okay, man lernt dann daraus aus solchen Sachen. Das war mir jetzt auch nicht klar. Hörte ich da gerade, wie ein leerer Krug auf den Tisch abgesetzt wird? Gräfin Konstant muss magische Ohren haben. Mehr Wein, niemand soll Durst leiden. Wunderbar. Aber dadurch würden wir natürlich ein Trunkenbold werden. Und ich denke, wir werden hier maßvoll reagieren und sagen, ich glaube, ich habe genug. Danke sehr. Das war natürlich ein wirklich gelungenes Fest. Wir haben neue Freunde gewonnen und bewiesen, dass wir maßvoll agieren können.
Sehr schön, okay. Ja gut, das hat jetzt nicht so gut geklappt, unser Vorhaben hier. Sind sonst noch jemanden, der hier schauen? In der Titelgeschichte der Poas. Die Poas sind bestimmt doch noch zwei Lebende. Wo sind die denn? Albi? Das ist auch, wo auch immer. Kleinkönigin von Cornwall. Ja gut, die ist natürlich auch schon unter einem anderen Lehnsherr dann. Das können wir dann auch nicht. Was hätten wir dann noch? Anspruchssteller. Welche Anspruchssteller haben wir denn hier? In Glasow. Der ist zu weit weg. Sie ist nicht da. Ist auch nicht dort. Nein. Auch nicht. Ja, das tut mir natürlich jetzt leid. Ich hätte natürlich hier gerne irgendjemandem das gegeben, der da auch irgendwelche Ansprüche drauf hatte. Alfred Map Ulfred. Aber der steht auch schon unter einem König. Nee, der ist zu Gast nur dort. Nicht bei uns. Na gut. Wie sieht's denn sonst aus? Relevanz. Nur höhere Häuser hatte ich mir schon anzeigen lassen. Bohemund von Sully. Ist ein keuscher Mann. Finde ich eigentlich gut. Hatte bislang keine Ansprüche. Dann soll er hier Leon bekommen. Und wie wäre es, wenn Graf Philipp mal wieder ein Land dazu gewinnt. Er kann auch noch kein Jule. Vergeben wir ihm. Na, anders. So. Ich vergesse das immer wieder. Ja, die rechte Reihenfolge ist. Dadurch wird er auch wieder ein bisschen mächtiger. Und wir haben auch wieder irgendwie Neues mit ins Boot geholt. Ja, Schutz gegen Komplotte, alles gut. So, ein wenig Zeit brauchen wir noch, um wieder vollständig. Oh, da ist es leider passiert, dass wir ihm vorher noch etwas gegeben haben. Graf Philipp ist verstorben, unser langjähriges Ratsmitglied. Und seine Söhne Philipp und Aldebert, sie führen jetzt hier die Regentschaft. Wir brauchen einen neuen Ratsmitglied. Graf Louis möglicherweise hier als Ratsmarschall einzusetzen. Er ist einer der mächtigeren Grafen. Er ist allerdings auch gut genug von uns gestimmt, sodass wir hier jemanden geben, diesen Titel geben können, der da wahrscheinlich auch bessere Erfahrung haben hat. Und da würden wir doch mal Fürstbischof Jedwat die Aufgabe überlassen. Okay, hier ging es auch um irgendeinen Krieg. Interessant, das gucke ich mir gleich mal an. Streben in der Zwietracht. Meine Bekanntschaft Graf Torbjörn. Ja, gegen den geht es jetzt bald. Neues Werk verfasst. Zwietracht in Westfranken. Auch wenn der Zwist eines Tages Zorn uns allen bringt, Heldenmut wächst dort, wo der Schlachtenlärm singt. Seine Untertanen sind dankbar, denn sind sie es nicht, sie werden bald sehen, auf welcher Seite der Kampf ihnen glückt. Bislang habe ich meine Gedanken für mich behalten, doch das Gerede ist zu drängend geworden. Er verhöhnt uns und den Krieg, den wir hier innerhalb unseres Reiches hatten. Also, ich bin mir meiner Gefühle in dieser Sache eher unsicher. Mir gewinnt. Hä, was? Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Ich hätte das eher als negativ gesagt, dass er uns hier verhöhnt. 20 Meinung von Torbjörn? Auf gar keinen Fall.
Das sehe ich eher nicht so, dass er hier uns was Gutes damit tun wollte, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, es ist auch die Zeit gekommen, dass wir ihm hier direkt den Krieg erklären. Erobert die Grafschaft von Guinness. Können das entweder über De jure Kriegserklärung oder Religionskrieg. Ich denke, wir werden den Religionskrieg hier wählen. Und dann heben wir hier unsere Armeen aus. Krieg erklärt. Bitte was? Was passiert hier? An den falschen. Nee, an den faselnden König Karloman. Möge euch die Säfte bei lebendigem Leibe austrocknen. Offensichtlich ist unser Disput nur auf dem Schlachtfeld beizulegen. Eine Nord. Ach, schon wieder versucht hier ein Nordmande. Ach, Leute. Ich dachte, wir könnten jetzt hier langsam unsere Ziele vorantreiben. Das große Franzien zu gründen und jetzt passiert hier sowas. Und dann sehe ich auch noch, dass hier die Armee tatsächlich unterlegen ist. Wie kommt das denn? Torbjörn ist einfach ein Monster mit seinen 43. Das ist natürlich unschlagbar gut. Ich glaube, da werden wir mal noch jemanden zur Hilfe rufen müssen. Und ich glaube, der Wessexsche König kann da ruhig in beiden Kriegen teilnehmen. Während wir ihn in der Verteidigung der Nordmannenarmee dazu rufen. König Gauchia werden wir auf gar keinen Fall hier belästigen. Nee, das wäre ja fälschlicher als falsch. König Ludwig werden wir hier jetzt auch nicht um Hilfe bitten. Die Engländer sollen uns an der Stelle reichen. Okay. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, an der Stelle ist auch erst wieder Feierabend. Wir sehen mal zu, wie wir hier klarkommen mit diesen beiden Armeen, die jetzt sich hier uns gegenüber. Boah, 9000 Mann. Ach, hey, jemine. Da werden wir sicherlich noch mehr Hilfe brauchen. Nordmannen-Armee, da werden wir doch bestimmt noch König Ludwig dazu rufen müssen. Und dann mal schauen, ob wir das erfolgreich bewältigen können. Hier können wir ruhig mal mit der Beeinflussung von Konrad aufhören. Ich glaube, wir werden ihn jetzt hier so schnell auch noch nicht dazu kriegen, sich uns anzuschließen. Minus 4 jetzt schon. Ärgerlich, ärgerlich. Okay, wie gesagt, an dieser Stelle erstmal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gerne kommentieren, liken und ein Abo dalassen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, euer Syrakus.